So, Freunde, der Saisonstart war mäßig. Wir sind zumindest in der zweiten Runde des DFB-Pokals und haben einen Punkt aus zwei Spielen geholt. Wir spielen jetzt gegen Regensburg, die ja als stärkste Mannschaft der Liga gelten. Die stehen dementsprechend auch auf Platz 2, noch kein Spiel verloren. Das wird natürlich schwer. Wir rotieren mal weitestgehend hier zurück. Das heißt, Kölbasi zurück, Carvajal zurück, Chris Kito zurück, Polly zurück, Cherry auch. Ja, so kann man es machen und versuchen gegen Regensburg. Männer, wenn jeder rennt bis zum Umfallen, dann gewinnen wir das doch. Machbar ist es. Die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. 8300 Zuschauer, optimaler Rasen. Berdy Vogts tippt 3:2 auf uns. Los geht's. Lengle gegen Dimitrov Richtung Strafraumecke. Lässt sie wie ein Anfänger stehen. Stoppt den Ball, legt nach innen auf. Sigborsen, der Matchwinner im Pokal, lässt sich den Ball von Belic wegspitzeln. Carvajal nimmt den Ball mit, flankt direkt vor den Strafraum. Lengle auf rechts. Ortiz, welcher der beiden? Nur bei dem anderen steht immer der Vorname dabei. Lengle stoppt das Leder, geht zum Mittelkreis, liegt quer. Keiner weiß, wen er da gesehen hat. Lengle, hart und flach in den Strafraum. Carvajal, der Ball landet im Aus. Passiert nicht viel, Dimitrov, aber gegen so eine angeblich überlegene Mannschaft gar nicht so verkehrt. Hier Mystkowski, da Silva fährt zwischen, er drischt ihn einfach um. Der Schiedsrichter überlegt kurz und zeigt ihm gelb. Naja, besser als schon wieder die nächste rote Karte hier zu sehen. Direkter Freistoß für Regensburg, 26 Meter. Dimitrov schießt, der Ball bleibt in der Mauer hängen. Und es steht 0:0 zur Pause, relativ ereignislos. Carvajal bekommt ein Lob. Ich kann damit durchaus leben hier. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Stunde rum. Ferreira kommt für Sigborsen. Hier passiert nicht mehr viel. Für Da Silva kommt. Nein, Da Silva bleibt drin. Ich bringe einfach mal Borges für Lengle. Und nochmal ein Eckball für Regensburg von rechts. Belic schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Strauß fängt den Ball ab. So, sollen wir uns jetzt hinten reinstellen oder sollen wir auf Sieg spielen? Na, ich bring einfach Deloa für Polly und wir gucken, was jetzt hier noch passiert. Gelbe Karte für Kurdic. Ansonsten nehmen wir den Punkt gerne und den Punkt nehmen wir dann gerne. 0:0 gegen die angeblich stärkste Mannschaft der Liga. Kann man mal machen. Die Null stand auf beiden Seiten. 187.000 Euro eingenommen, 45.000 Euro Prämie bezahlt. Schiedsrichter Kemkes war der beste Mann. Kums, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 6 lausig. Wir bleiben auf Platz 15, haben noch kein Spiel in der Liga gewonnen. 0:0 gegen Regensburg. Dresden verliert 0:3 gegen Darmstadt. 1. FC Köln verliert 1:2 gegen Bochum. Magdeburg gewinnt mal eben 7:3 gegen Heidenheim. Solche Ergebnisse häufen sich irgendwie im Moment. Naja. Münster gewinnt 2:1 gegen Cottbus. Berlin spielt 0:0 gegen Rostock. Halle gewinnt 1:0 gegen Viktoria. Haiger gewinnt 2:1 gegen Haching. Und Nürnberg spielt 2:2 gegen Offenbach. Nur eine Mannschaft mit noch einer perfekten Bilanz. Das ist Münster. Noch zwei Teams ohne Punkte, Cottbus und Viktoria in der Elf des Tages. Fast nur Darmstadt und Magdeburger, nur blau und weiß sehen wir hier fast. Dann sehen wir Transfers. Nichts Besonderes dabei, keine Verhandlung anstehen. Wir spielen gegen Heidenheim, die stehen zwei Plätze vor uns. Präsidium wird immer saurer. Ich habe ja gesagt, ich will mich nicht feuern lassen. Aber noch ist es zu früh, es ist gerade mal der 6. September, da sind jetzt hier die Stellenanzeigen noch weitestgehend leer. Gucken, ob ich es hier noch einen Monat aushalte, vielleicht das Pokalspiel noch mitnehmen. So, wir trainieren mal Standards. Ich muss erstmal hier Verletzte noch besuchen. Den Apostolakis und den Henker, die kommen ja jetzt zurück, die beiden. Der Jünger arbeitet auch wie ein Besessener, die werden ja hier schon den Unterschied machen können. Mal eben zwei Spieler dieser Güteklasse zurückkommen. Ich meine, wir haben einen relativ breiten Kader, man kann das auch auffangen.
Silva, du bist der beste Mann. Jordão für über 11 Millionen von Juventus Turin verpflichtet. Champions League, zweiter Spieltag. Ingolstadt verliert 2:0 gegen Sanayuki. Bielefeld gewinnt, nein, spielt 0-0 gegen Sporting. Und Gladbach verliert 0-1 gegen Rapid. Nein, Quatsch, spielt 1-1 gegen Streda. In der Euroleague sehen wir ein Weiterkommen von RB Leipzig. Damit in der ersten Runde des Europapokals haben wir jetzt hier Union Berlin gegen Apollon Limassol. Erste FSV Mainz 05 gegen Medipol Basaksehir. TSG Hoffenheim gegen Akhmat Grozny und RB Leipzig gegen Randers FC. Und VfL Wolfsburg gegen Floriana FC, also fünf deutsche Clubs in der Euroleague. Das kriegt man, wenn man auf Platz 1 der 5-Jahres-Wertung steht. Oh, ich habe jetzt manche gelobt und manche nicht gelobt, obwohl die eigentlich es beide verdient hätten, aber egal. So, wir spielen jetzt gegen Heidenheim. Jünger könnte wieder spielen, aber er war ja relativ lange verletzt. Und auch der Henker, ich lasse sie beide mal noch draußen. Der Rasner, bei ihm ist die Rotsperre wie von Zauberhand verschwunden. Dann setzen wir ihn zumindest mal auf die Bank. Ansonsten hier erstmal noch keine Änderung. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte sei hellwach. Sehen wir den ersten Ligasieg hier am vierten Spieltag. Die Ansprache ist angekommen. 5100 Zuschauer, der 13. gegen den 15. Andi Möller tippt 3:3. Eckball von links für uns. Und dann ab nächste Woche Vollgas mit Henker und Jünger. Teamname The Young Executioners. So, Zentürk gegen Carvajal. Der gewinnt den Zweikampf. So, Vokita Sombo gegen Köybassi. Spielt zur Torauslinie. Broda. Bro, Spitzname. Er läuft sich den Ball. Chris Kito kann klären. Indirekter Freistoß für Heidenheim. 21 Meter. Broda legt kurz ab. Chabot auf die Torwart-Ecke und Strauß steht gut und fängt den Ball locker ab. Es hat ihm natürlich auch gut getan, mal zu Null zu spielen gegen so eine hochkarätige Mannschaft hier am letzten Spieltag. Lengle, Sigborsen spielt den Ball Richtung Mittelkreis zurück. Da Silva hebt den Ball bei Jörgensen, überläuft ihn, sieht das Lynch oder Lynch, zieht aus 40 Metern ab und schießt knapp vorbei. Köybassi sieht gelb nach dem Allerweltsfoul. Cherry nimmt den Ball mit, zieht in die Mitte, kommt frei zum Schuss. Um Haaresbreite vorbei. Ja, wir haben viele gute Chancen, die dann knapp vorbeigehen. Das Silva sieht gelb wegen harmlosen Foulspiels. Eckball von rechts für uns. Köybassi auf Carvajal, auf Köybassi zurück. Schöne Flanke, Lynch kommt raus, packt sich ja zu. Cherry nimmt den Ball mit, geht Richtung Eckfahne. Hart und flach in den Strafraum. Da kommt keiner dran. Carvajal flankt aus vollem Lauf. Und Freund und Feind vorbei. Cherry auf Sigborsen. Wird von Wippu attackiert. Legt den Ball zurück. Da Silva. Jörgensen gewinnt den Zweikampf. Und wir liegen hinten. Robbie Broda mit dem 1-0 für Heidenheim. In der 31. Minute. Wir liegen klares Chancenplus, was wir mal wieder nicht ummünzen können. Da Silva bekommt trotzdem mal ein Lob. Gelbe Karte für Sigborsen wegen Meckerns. Da Silva, wir haben noch mehr vom Spiel hier. Macht was draus. Zieht ab und Da Silva macht was draus und macht hier sein erstes Saisontor und macht das 1-1 hier direkt in der 49. Minute. So, Carvajal flankt aus vollem Lauf. Wenn der Jünger wieder da ist, dann wird da eine ganz andere Töne zu hören sein. Köybassi auf Cherry. Der sieht keinen freien Mitspieler, läuft erstmal zurück. Schlägt den Ball vor den Strafraum. Ortiz verzieht den Ball, er landet im Aus. So, ich bringe mal Borges für Carvajal. Und Calapes für Cherry. Einwurf durch den Wippu. Weit in den Strafraum. Polly versucht den Ball abzuwehren und verlängert ihn ungeschickt in die Mitte. Und der Ball geht an Freund und Feind vorbei. Da Silva gegen Wepu.
Da Silva. Lengle. Aber der Pass ist zu durchsichtig. So, Masiku kommt für Kölbassi. Und gucken, ob wir das Spiel hier noch drehen können. Können wir nicht, aber wir entführen einen Punkt aus Heidenheim. Da kann man auch zur Not mit leben. 1-1, 47.000 Prämie bezahlt. Das Silva, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 4. Ging so, wir bleiben auf Platz 15. Nach wie vor nicht viele Tore in unseren Spielen. Das war ja auch vorher so. Haching verliert 0-1 gegen den 1. FC Köln. Heidenheim spielt 1-1 gegen uns. Wobei, zwei Tore in einem Spiel ist jetzt auch nicht so wenig. Rostock verliert 1-2 gegen Halle. Viktoria gewinnt 3-0 gegen Münster, die die ersten Punkte liegen lassen. Viktoria sammelt die ersten Punkte, überholt uns damit auch direkt. Offenbach gewinnt 3-1 gegen Dresden. Darmstadt gewinnt 3-2 gegen Berliner AK. Regensburg verliert 0-1 gegen Haiger. Cottbus verliert 0-3 gegen Nürnberg. Und Bochum verliert 0-2 gegen Magdeburg. Fünf Clubs oben mit 9 Punkten. Münster, Magdeburg, Darmstadt, Halle und Haiger. Wir haben 3 Punkte. Cottbus nach wie vor mit 0 Punkten. In der Elf des Tages Valentin Sigborsen von uns. So, Jordão geht von Tottenham nach Juventus Turin. Wir spielen jetzt gegen Magdeburg. Die stehen auf Platz 2. Vorstand ist immer saurer. Jetzt muss ich wirklich eine Entlassung befürchten. Ich habe ja gesagt, ich will nicht entlassen werden. Aber noch ist das hier ein bisschen dürftig, was Angebote angeht. Es ist nach wie vor immer noch Anfang September. Ich versuche es einfach mal noch, das nächste Spiel hier auch noch durchzuhalten. Wir trainieren einfach mal fleißig wieder Standards. Die Leute hier mal ein bisschen stark reden, weil jetzt kommen ja Jünger und Henker zurück. Das sollte man dann sich nochmal anschauen. So, die Leute mal noch ein bisschen voll quatschen. Hier mein bester Trainer, sagt Chris Kito. Wenn ich das von den Vorständen mal so oft hören würde wie von den Spielern, ne? Dann wäre es was anderes. So. Aber natürlich auch wieder ein schwerer Gegner. Keine leichten Gegner in diesem Part. Bei einer Niederlage bin ich wahrscheinlich weg. Beim Remis vielleicht auch. Aber jetzt gerade, wenn diese beiden hochkarätigen Spieler zurückkommen, das muss ich mir noch anschauen. Allein aus Neugierde schon. So, der Jünger ist wieder voll im Saft. Der kommt rein für Carvajal. Und der Henker kommt rein für Ortiz. Die anderen beiden nehmen aber auf der Bank Platz. Und wir spielen gegen Magdeburg. Kann man durchaus auch gegen gewinnen. Ich spreche einfach mal eine Sondersiegprämie von 500 Euro aus. Die ist noch ein bisschen bescheiden, aber besser als nichts. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich die Spieler noch kenne. Und die Spieler finden die Ansprache auch unpassend. Knapp 8.000 Zuschauer. Dirk Nowitzki tippt 4-2 auf uns. Und ja, die meisten Namen sagen mir nämlich auch nichts. Das war jetzt die falsche Ansprache. Hätte ich mal vorher drauf schauen sollen. Kenne ich da überhaupt noch wen von? Santos vielleicht. Und eigentlich kenne ich da fast niemanden von. Harit vielleicht. Naja, egal. Trotzdem jetzt hier Cherry. Sherry, Sherry, Lady, like there's no tomorrow, oder auf Jünger, gegen Linzen und Partner. So, Sigborsen hat freie Schussbahn, zieht ab und geht weit am Tor vorbei. Eckball von links, Kölbassi haut den Ball hinter das Tor. Ortiz sieht gelb wegen Meckerns. Stengs auf Crespo. Dingwall. Satter Schuss. Sicher gehalten von Strauß. Ach ne, Dimitrios Ortiz ist doch der Alte, ne? Hätte ich das durcheinander gebracht, ja. 0-0 zur Pause mal wieder. Strauß bekommt ein Lob.
Saka trifft. Zeit, dass er wieder da ist mit dem 1-0. Wir treffen hier schon mal wieder direkt nach dem Halbzeitpfiff. Henker jetzt sprintet in die Mitte, kommt frei zum Schuss. Und Langenberg boxt den Ball zur Ecke. Der Henker ist gefährlich. Eckball von rechts. Kölbassi legt sich den Ball zurecht, schüttelt sein Schussbein einmal aus, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Und Ampadu klärt per Kopf. Linsen flankt. Kein Abseits. Diamantakos stoppt den Ball. Legt für den heranstürmenden Ballwitzel auf Schuss und er haut ihn direkt rein. Da ist direkt der Ausgleich. Sigborsen, 20 Meter vor dem Tor. Sucht sich die Ecke aus, schießt knapp vorbei. Wir haben oft, dass wir knapp vorbeischießen. Ich sollte vielleicht für die ganze Mannschaft mal eine Runde Kontaktlinsen schmeißen oder so. So, ich bringe mal Masiku für Kölbasi. Und Teloa für Polly. Ortiz gegen Wahlquist. Dann wird jetzt sein Vorname nicht aufgeführt. Ortiz legt quer. Sigborsen wird von Dingwall gerempelt und schlägt den Ball aber auf den linken Flügel. Da ist Lengle, der nimmt den Ball aus, nimmt den Ball mit, flankt aus vollem Lauf. Da kommt allerdings keiner ran. Ortiz flankt. Lengle bringt das Leder unter Kontrolle, spielt Richtung Mittelkreis. Masiku. Bei einem Remis werde ich doch bestimmt nicht gefeuert, oder? Aber ich soll es nicht drauf ankommen lassen. Jünger spielt zurück. Henker nimmt den Ball mit. Weicht auf den Flügel aus, nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken, flankt. Cherry an die Strafraumecke. Deloa stoppt den Ball, sieht keinen freien Mitspieler. Läuft zurück. Schlägt den Ball auf die andere Seite. Ortiz in die Mitte. Da Silva geht mit dem Ball am Fuß nach vorne, setzt sich gegen Harit durch. Der Gritschen von hinten in die Beine. Und Robert Kempter wartet kurz, winkt ihn zu sich, zeigt ihm gelb. Direkter Freistoß. 19 Meter. Cherry und Augie rein. 2:1. Wir gehen in Führung. Können noch einmal wechseln. Ich bringe Carvajal für Lengle. Können wir das hier über die Zeit jetzt bringen? Gönnen wir das. Es ist der erste Saisonsieg am 5. Spieltag. 1:2 Arbeitssieg gegen Magdeburg. 184.000 Euro eingenommen, 72.000 Euro Prämie bezahlt. Kleine Prämie haben sie sich da verdient gehabt. Baldwinson sieht gelb. Ach, wieso sieht gelb? Komme ich da jetzt drauf? Ist der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 4. Sieht gelb. Hallo Hirn, was sprichst du mit mir? Halle gewinnt 4:3 gegen Darmstadt. Die sehen auch gelb. Wegen verloren. Torreicher Spieltag hier, meine Güte. Nürnberg spielt 2:2 gegen Bochum. Dresden spielt 3:3 gegen Haching. Münster verliert 2:3 gegen Rostock. Viktoria spielt 2:2 gegen Cottbus. Berlin verliert 0:4 gegen Offenbach. Haiger verliert 0:4 gegen Heidenheim. Wir gewinnen 2:1 gegen Magdeburg und Köln gewinnt 2:1 gegen Regensburg. Ist das der torreichste Spieltag ever? 3, 6, 10, 14, 18, 23, 29, 33, 40 Tore. Recherchieren Sie mal, was der torreichste Spieltag ever hatte. 40 Tore an diesem 5. Spieltag. Wir klettern auf Platz 13. Halle klettert auf Platz 1. Auch Cottbus hat mittlerweile mal ein Pünktchen gesehen. In den Top 20 ist niemand von uns. Cherry in der 11. des Tages mit dem Tor zum 2:1. So, wir sehen jetzt auch die ersten potenziellen Jobangebote. Aber gerade jetzt will man jetzt auch nicht gehen, nachdem man jetzt mal gewonnen hat. Und die Spieler alle beisammen hat. Strauß verbessert sich bei den Abschlägen. Und ich will nicht gefeuert werden, aber ich will jetzt auch gucken, was mit diesen Henkern und Jüngern jetzt noch so geht. Rein theoretisch spielen wir beim nächsten Mal gegen den 1. FC Köln, Haiger und Nürnberg. Hatte ich nicht beim letzten Mal schon ein Spiel gegen Köln angesagt? Ich hatte das Spiel gegen Regensburg übersehen, glaube ich. Habe ich Ihnen letztes Mal Quatsch erzählt. Wir spielen jetzt gegen Köln, Haiger und Nürnberg. Köln steht auf 3, Haiger auf 7 und Nürnberg steht direkt vor uns auf 12. Ja, gucken wir mal hier die Statistiken. Heimtabelle auf Platz 9, Auswärtstabelle Platz 12, Tabelle 1. Halbzeit Platz 17, Tabelle 2. Halbzeit Platz 2. Wir sind in der zweiten Hälfte besser.
In der Regionalliga Nord oben Dortmund 2, HSV 2 aufsteigen würden aktuell Bremen und Kiel. Unten haben wir Aachen, Uerdingen, Babelsberg und Jena. Regionalliga Süd oben Sandhausen und Aue. Unten haben wir Pirmasens, Augsburg 2, Buchbach und Saarbrücken. Bundesliga-Tabellenführer ist Schalke, punktgleich mit Freiburg, dahinter Bayern München, Mainz 05, Hoffenheim und Ingolstadt. Unten haben wir Dortmund, Leipzig und Kaiserslautern. Ich bin außer bei den Spielern überall unbeliebt, aber zumindest bei den Spielern beliebt. Unsere A-Jugend hat den Aufstiegsplatz knapp verpasst. Die B-Jugend ist graues Mittelmaß und die C-Jugend auch. Wir haben knapp 4,9 Millionen Euro auf dem Konto und gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Tschüss, bis dann.